Servus und Grüschi, Freunde, was geht ab zur 10. Ausgabe schon von unserer Road to Glory. Heute hat es mal wieder geklappt, da bin ich stolz auf mich. Jo, es ist soweit, Freunde, es ist zurück. Die Foot Champions After League, die war vor allem zu FIFA 20 zum Team of the Season dann sehr beliebt bei euch. Und nun sind wir wieder am Start, weil die erste Weekend League vorbei ist. Für die, die nicht wissen, was die After League ist, wir sprechen in der After League immer after the League. Wow, wie schlau. Auf jeden Fall möchte ich wissen, wie lief eure Weekend League? Ich sage, wie lief meine Weekend League? Was habe ich vor? Was war zu machen? Bla bla bla. Schreibt also in die Kommentare, yo, wie lief eure Weekend League? Habt ihr das erreicht, was ihr wolltet? Welchen Rang habt ihr erreicht? Und so weiter. Einfach alles. Okay? Vertraut ihr mir das an? Haben wir uns. Super. Bei After League Folgen gibt es auch immer kein Entweder-Oder. Deswegen nicht wundern, aber ihr könnt natürlich weiterhin Vorschläge in die Kommentare schreiben. Mega. Yo, Friends, dann reden wir gar nicht lang um den heißen Brei rum. Ihr wisst ja, das war unser Team für die erste Weekend League. Da habe ich ganz einfach gesagt, yo, ist halt ne, ein OP-Squad, vor allem mit Klostermann und Hernandez. Zwei sehr billige Spieler, die aber extrem okay sind. Sie waren nicht überkrass, aber Klostermann natürlich, hat man das Tempo gemerkt. Und Hernandez, 83 Defensive gepaart mit 77 Tempo. Aktuell kostet er nur noch 3k. Was will man da dagegen sagen, ne? Jo, dann gehen wir die einzelnen Spieler kurz durch, nur zum Verständnis. Ich habe die meiste Zeit 4-2-2-2 gespielt. Passt einfach am besten zu mir. Auch wenn ich mal vorne lag mit 2-1. Die defensiven Taktiken, die laufen bei mir so lala. Da warte ich im Endeffekt immer nur aufs Gegentor. Deswegen bleibe ich aktuell eher hier bei der Formation. Und wie gesagt, Abwehrspieler haben getaugt, vor allem für den Preis. Gulaschi war so 50-50, ich meine, der ist ja auch nichts wert. Mal hat er von 5 Torschüssen 5 Tore reingelassen, mal hat er Arsch gerettet. Das ist so, die negativen Aspekte sind leicht vor dem Positiven, aber ansonsten, wie gesagt, für den Preis und das Rating und so weiter, ging er schon klar. Außenverteidiger mit Zanetti und Mbabu auch für den Preis und die Werte und alles Mögliche. Bombenrechtsverteidiger, kann ich mich echt überhaupt nicht beschweren. Da war nichts dabei, von dem ich sage, Mbabu, du fucking Kackspieler. Darf man fucking sagen, eigentlich nicht, aber mache ich einfach. Und Zanetti, yo, ist halt, wie gesagt, hätte man auch Mondi nehmen können. Wäre die sinnvollere Investition in der ersten Weekend League gewesen. Wir haben uns für Zanetti entschieden. Aber, ja, bei dem hat sich auf jeden Fall die Ausdauer von 95 sehr stark bemerkbar gemacht. Und ansonsten hat er einen guten Job gemacht. Doppelmittelfeld mit Kimmich und Goretzka ging absolut klar. Goretzka ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass er zu schwerfällig war. Er hat eine Balance von 70, glaube ich. Und teilweise hat sich das halt spielen lassen, als würde da eine 40 stehen oder so. Das fand ich nicht immer schön. Kimmich positiv überrascht auf jeden Fall. Aber das Tempo hat sie natürlich auch bemerkbar gemacht. Aber, wenn man dann wieder seinen Preis berücksichtigt im Vergleich zu anderen Spielern, optimal. Über außen Sané und Gnabry. Gnabry hat sich das Tempo schon stark bemerkbar gemacht. Ne? Man merkt, die meisten spielen 90 plus Spieler beim Tempo über außen. Und ich komme da mit meinem Gnabry daher gedackelt. Ging nicht immer gut aus. Ich bin im Endeffekt nie in Sprintduell mit Gnabry gegangen, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Weil der wurde halt dann von den Mbabus und Mondis easy eingeholt. Der hatte da überhaupt nichts zu melden. Und Sané ging da schon deutlich, deutlich besser ab. Und Gnabry ist halt dementsprechend so ein Spieler, von dem ich sage, in der nächsten Weekend League muss er nicht unbedingt nochmal sein. Und dann das große Meta-Duell Lewandowski gegen Sola. Der eine größer, schussstärker, mehr Physis und so weiter. Der andere dribbelstärker, schneller und beweglicher, sage ich mal. Und hier eindeutig, eindeutiger Sieg für Sola. Bei Lewandowski merkt man einfach, yo, die 87 Dribbling sind nicht wirklich am Start. Es ist schön, dass er 4 Sterne schwache Fuß und 4 Sterne Skills hat. Hat er, glaube ich, oder? Hat er gehabt? Hat er, yo. Aber bei FIFA 21 ist es halt einer der
besten Moves einfach, Dreieck durchzuschicken und zu hoffen, Stürmer, setz dich durch. Und da ist Lewandowski einfach der Falsche. Ne? Dafür ist er einfach zu langsam, wird von so vielen Innenverteidigern eingeholt, auch wenn wir ihn hier mit Hunter ausgestattet haben, hat nichts gebracht. Ja, vor dem Tor hat er schon seine Dinger gemacht. Müsst ihr mal gucken, 30 Spiele und 47 Torbeteiligungen, klingt krass, ne? Aber es waren so viele Tore mit dabei, von denen ich sage, ja, die hätten andere Spieler auch gemacht. Also ich persönlich finde, die 92 Schuss oder hier geboostet fast 99 Schuss haben sich jetzt nicht so krass bemerkbar gemacht. Es war nicht so, dass ich am 16er stand und dann mal hier einen angeschnittenen Schuss Time Finish reingehauen habe. Nein, hat der Keeper alle runtergepflückt. Er hat halt keine Tore gemacht, von denen ich sage, hey, die hätte jetzt Sola mit weniger Schuss nicht gemacht. Das ist das Problem. Und Sola war definitiv die Maschine schlechthin, Freunde. 40 Spiele und lasst mich kurz rechnen. Yo, 62 Torbeteiligungen. Lecco mio. Und ihr seht schon, mehr halt hier Goalgetter als Vorlagengeber. Es ist meine subjektive Wahrnehmung. Vielleicht sagt ihr, hey, ich habe auch Lewandowski gespielt oder einen ähnlichen Spielertypen. Ich komme mit dem super klar und der hat mir den Arsch gerettet. Aber für mich steht so fest, Lewandowski in der zweiten Weekend League. Nein. Ich kann euch noch sagen, dass ich dann am Montag auch schon in mein zweites Team investiert habe. Und auch ein paar Spiele, die letzten in der Weekend League, die Spieler schon getestet habe. Dazu kommen wir aber dann in der nächsten Road to Glory. Wie gesagt, jetzt geht es nur um das Team. Und mit dem Team habe ich definitiv schon mal Gold 2 geholt. Also bis Gold 2 gespielt. Und wie es ausgegangen ist, darauf schauen wir jetzt. Der Anfang war so lala. Ich bin mit einem 4-1 gestartet. Dann stand ich zwischenzeitlich mal 11-3. Und dann können wir kurz einen Screenshot anschauen. Ich habe es gespeichert. Ja, hier kann man sehen. Montag 23 Uhr. Ich stand 19-5. Das hätte ich nie erwartet, dass es so krass läuft, Freunde. Aber ich stand auch wieder unter Zeitdruck. Ne? Ich hatte eigentlich, man kennt mich, keinen Bock mehr. 30 Spiele finde ich einfach zu viel. Und dann habe ich mir auch nur noch gedacht, komm, mach Gold 1 fertig. Und mit dem Gedanken war es vorbei mit Elite. Denn die nächsten zwei Spiele gingen verloren. Und dann habe ich die 21 Siege geholt. Hier, schau mal rein. Hier 21 Siege. Im Endeffekt dann das Endergebnis 21-8. Und für die erste Weekend League mit dem Team als RTG-Spieler absolut in Ordnung. Ich habe immer gesagt, mein höchster Anspruch oder mein höchster Anspruch, mein grundsätzlicher Anspruch ist Elite. Ist, denke ich, von jedem guten Spieler. Aber zum Beginn mit dem Team bin ich absolut zufrieden. Ich muss sagen, wenn mein Gegner Mbappé, Ronaldo, Neymar oder krasse Icons über 1 Million hatte, da war es einfach schwer. Ich denke, das kann jeder von euch nachvollziehen. Und zwar nicht, weil man die nicht verteidigen konnte. Die konnte man eigentlich verteidigen, weil viele Spieler machen halt immer dasselbe, immer dieselben Skills. Die sind halt total berechenbar. Aber das Problem ist, der Ball springt immer, immer wieder zurück. Da hätte ich so ausrasten können. Und wenn ein Ball nochmal zu einem Ronaldo oder so zurückspringt, Gegner braucht nur noch Kreis drücken, egal was er drückt mit R1 oder L2 oder R2 oder alle Tasten, der macht das Ding rein. Ein etwas schlechterer Stürmer nicht unbedingt, aber Ronaldo, Mbappé, Neymar und so weiter sind da halt eiskalt. Das merkt man halt in den ersten Wochen. Wer wirklich diese überkrassen Spieler hat, hat einen Vorteil. Das ist halt doch pures Pay to Win. Muss man nicht unbedingt so sehen, weil viele sagen, gutes Team heißt nicht automatisch guter Spieler. Da habt ihr recht. Aber gerade in engen Spielen, schwitzigen Spielen, ist genau das entscheidend, ob ich einen Mbappé habe oder einen Lewandowski in Form. Meine Meinung. Aber wie gesagt, ich will mich ja gar nicht groß beschweren, weil Gold 1, mega. Bin ich super zufrieden. 200k-Packs sind das, glaube ich. Und am Donnerstag machen wir dann wieder einen Livestream. Ich denke auch mit Kevin, der vorhin online gekommen ist, öffnen wir dann zusammen die Weekend League Belohnungen, haben auch noch ein paar Packs angespart. Ist vielleicht nicht klug, weil jetzt OTW endet und Freitag wahrscheinlich Scream startet, dass man dann Donnerstag Pack Opening macht. Aber Freunde, entweder man hat Glück oder nicht. Man kennt es, ne? Packs aufsparen. Wie oft hat es sich gelohnt? Bei uns, die vergangenen 3-4 Jahre.
nicht oft. Ansonsten gibt es nicht mehr recht viel zu sagen. Super Subs habe ich eigentlich immer Martinez und Bakambu eingewechselt. Rechtsverteidiger, ihr kennt es ja von meinem Trick. Sakho für Mbabu. Und ja, vom Coins-mäßigen her habe ich, wie jeder andere auch, Verlust gemacht, ne? Weekend League und das Wochenende und davor schon alle Spieler gnadenlos gesunken. Aber ich habe es ja gesagt, gerade deswegen habe ich mir einen Sola oder einen Zanetti geholt. Da erhoffe ich mir einfach wieder, dass sie wieder steigen werden. Und davon bin ich auch weiterhin überzeugt. Müssen wir abwarten. So, Freunde, das war's. Ich habe euch erklärt, wie waren meine Spiele in der ersten Weekend League, wie war das Ergebnis und wie es weitergeht, gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Wie gesagt, schreibt eure Erlebnisse aus der ersten Weekend League auf jeden Fall in die Kommentare. Interessiert mich echt ungemein. Klingt bei mir immer etwas ironisch, aber interessiert mich immer so, wer hat Elite geholt, wer vielleicht nur Silber 1 und hatte keinen Bock mehr und so weiter. Einfach, wie es bei der Community lief. Ist doch schön, oder? In dem Sinne bedanke ich mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und Zuhören. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Und wünsche euch, wenn mir irgendetwas, haut rein.